Hallöchen, weiter geht's hier bei Minecraft. Jo, wir müssten jetzt anfangen mit der Burg. Jedenfalls schon mal den Grundstein würde ich jetzt gern legen in dieser Folge. Dazu müssen wir uns jetzt genau aussuchen, wie wir hier anfangen. Das ist immer das größte Problem, den Anfang zu finden. Und erstmal muss hier die Erde weg, damit ich mir ein Bild machen kann. Zweimal eine Schippe. So, die Frage ist, ob wir erstmal hier runtergehen und die Burg vielleicht. Nee, macht auch nicht Sinn, wenn man die jetzt sonst wo wieder hinbaut. Die müsste eigentlich schon hier anfangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht. Machen wir mal acht. Und ein Vierer Eingang wäre, glaube ich, auch in Ordnung. Und es gibt wieder mal. Oh, verdammt. Wieder vielleicht so ein Wehrgang. Diesmal aber nur zwei breit, das müsste ausreichen. So, das ist hier der Eingang. Dann soll hier praktisch ja die Eingangshalle entstehen. Wie groß wollen wir die denn machen? Jetzt ist er. Ich bin ja ein Depp und kann super zielen, ne? Tolle Viererbreite. So, jetzt hier nochmal, zack, zack. So, jetzt ist es 12 momentan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da wir hier eh noch vielleicht was vom Berg wegnehmen könnten, ist, glaube ich, die Breite okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gut. Müsste nur innen drinne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo.
Und wir machen jetzt erstmal gleich ein Nickerchen. Wir können doch hier schon rein, verdammt. Ich vergesse es immer wieder. Lalalala. Und vielleicht könnte man sogar den Turm hier dann noch mit der Burg verbinden. Oh, ich dachte, er sieht uns nicht. So, hier muss erstmal der Boden wieder raus. Ich glaube, hier verlege ich dann auch erstmal normalen Stein für den Boden. Außer hier am Eingang, da sollte Wolle hin. Die Löcher unten sind mir erstmal egal. Bricht ja nicht zusammen. So, klack, 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 klack. Und schon ist das Deck wieder weg. Hier müssten wir dann praktisch wieder ein bisschen rausholen. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Werkzeug dabei. Ach du Gott. Schneebälle, yeah. So, und dann würde ich sagen, kommen hier irgendwie Säulen rein mit welchen Abständen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, gut. Oh. Oh, passt ja. Ausgezeichnet. Hier das gleiche in grün. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sehr gut. Ach ja, ich habe ja noch was vergessen. Scheiße, ich wollte das mal hier ein bisschen anders machen.
Nee, das geht irgendwie noch nicht auf. Ach so, deswegen. Damit das nicht immer so gerade aussieht. Wie haben wir das denn jetzt irgendwie gemacht? Eins, zwei, drei von der Ecke weg. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Klack, klack. Klack, klack. So muss es. Nee. So. Ja, ich glaube, so ist es richtig. Dann würde ich aber gern den Block doch noch ein bisschen weiter weg bauen. Dann doch lieber den Viererabstand. Eins, zwei, drei, vier. Gut, okay. Das haben wir. Mir fällt gerade bloß ein, wenn ich hier auch noch so einen Wehrgang mache. Ich wollte ja irgendwie mit Fenstern eigentlich arbeiten. Obwohl, das könnte man trotzdem vielleicht tun. Mal gucken. Klack, klack, klack. Der muss ja nicht hoch sein. Hier unten. Da reicht ja wieder die Dreiergröße aus. So müsste es richtig sein. Wupp, wupp. Nee, verdammt. Wo habe ich denn jetzt wieder den Fehler? Hier zwei. Hier zwei. Muss ich später einfach nur anfangen oder was? Zwei nach oben, zwei nach oben. Und zack. Und da fällt mir gerade ein, das habe ich auf der anderen Seite nicht bedacht. Verdammt. Zwei nach oben. Oben. Zack, zwei nach oben. Zack, zwei nach oben. Zack. So, okay, da muss hier der Berg wieder weichen. Und da man hier eh nicht doll was sehen kann, wenn man hier rausgucken würde, würde ich hier fast mit
Buntgläsern arbeiten wollen. Wir machen hier in der nächsten Folge dann weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.